So, diesmal über Unterstützung krieg von der Vicky. Hallo. Wir sind bei der Bike-Präsentation, Neupräsentation von Vicky, ihren 2020er Conway BME. 427, genau. Das ist bei Conway, die Vierer ist die Produktstärke vom Produkt. Es geht je höher, desto besser ausgestattet. Und das 27 steht für 27 und 29 für 29. Genau. Die Vicky hat jetzt auch Fully gekriegt. Eigentlich das erste von uns alle. Ja. Von denen her. Der Test, wir haben kein Bike-Boxing gemacht, also ähnlich war bei den E-Bikes. Ist ja, und vor allem, Entschuldigung, ich muss dazu sagen, das Bike ist gekommen und am nächsten Tag sind wir dann schon ab nach Süden gefahren. Von dem her war da nicht so viel Zeit. Genau. Und Unboxing werden wir heute schon. Und da ist so, sie ist jetzt schon ein paar Mal gefahren. Das Bike hat ungefähr mit dem Gondeln gestern oben 15.000 Dürfenmeter. Man kann schon eine Bilanz ziehen, oder? Ja. Wie hat es dir gefallen? Sehr gut. Also ein bisschen ungewohnt noch für mich. Erstens Fully. Und ja, von der Größe und das Ganze muss ich noch ein bisschen gewöhnt werden. Aber ich bin mega zufrieden bis jetzt einmal. Also Dämpfer und die Gabel ist absolut geil. Was ich noch machen habe müssen, ist die Lenkstange kürzen. Die war mir eindeutig zu gerade. Also wenn jemand auch das Problem hat, dass vielleicht die Finger oder die Schultern oder so einschlafen, einfach die Lenkstange kürzen, hilft extrem. Und das Fahrverhalten. Also heute habe ich es mit dem das erste Mal probiert. Ist top. Und echt immer cool. Zentimeter für Zentimeter, also nicht gleich 10 Zentimeter für die Seite legt, dann könnt ihr euch ein Rad draus machen. Ja. Genau, ja, fangen wir mit den wichtigsten Erneuerungen an. Was ist das Wichtigste beim Bike? Man gelangt da unten hin, das ist mega, ja. Schrauft und schrauft und schrauft und schrauft und hat eine Storage Box. Conway hat jetzt bei dieser Bike eine Storage Box eingebaut, wo man sich einen Schlauch etc. Verhütungsmittel oder die wichtigsten Sachen, was man am Berg braucht. Traubenzucker zum Beispiel, ja, genau wie ich sage. Einlegen kann und mit dieser Storage-Box wieder zumacht. Und man kommt dann zum Beispiel, Entschuldigung, in einen Bikepark, einfach nur da unten einen Schlauch rein da. Vor Riesel gibt es so mega Befestigungsriemen, da kann man dann zum Beispiel die Pumpen oder irgendetwas drauf da. Wasserflaschen, das war es dann auch schon. Also vom Bikepark oder so auch optimal. Genau, das ist wirklich eine coole Sache. Deswegen der Bike-Tester, wenn ich spare, wir waren uns nicht ganz sicher, was das so aushält da unten, ob es halt wirklich was aushält. Also ja. Wirklich, dann habe ich den Berg schon gerade. Zum Vorwerk, beim Vierer schon, haben wir natürlich Fox-Vorwerk, komplett vorne und hinten. Shimano SLX 4 Kolbenbremsen, sind natürlich eine Wucht, muss man sagen. Und 12-fach SLX-Schaltung, Achtung, wir rotieren mal um, ebenso von Shimano. Was ebenso von Shimano ist, sind die Nauben, auch SLX. Laufen tadellos. Und Felgenbreite läuft es auf einer 35er Breite, das heißt, man könnte sogar Plusreifen aufziehen. Beziehungsweise der normale Reifen ist ums Können breiter durch diese geilen Felgen schon. Finde ich echt cool aufgebaut, super stimmig. Absenkbares Sattelstützenhaus in deine Marken. Ja. Läuft wie ein Wahnsinn. Wenn wir bei Sattel sind, der passt mir mega gut. Also, wenn jemand nicht weiß, welchen Sattel oder schon einiges probiert hat, mit denen bin ich super, super zufrieden. Ich habe damals, wie ich angefangen habe, von der Petra einige Sättel probieren darf, weil einfach nicht zu fahren kann, bei was am besten passt. Ja, also der passt echt super gut. Mir gar nicht. Nein, Sattel brauchen wir nicht drüber reden, ob er passt oder nicht, da gibt es keine Meinung dazu. Nein. Da möchte ich ja gar nichts dazu sagen, das müsst ihr probieren. Zum Bike, ich finde es super cool aufgebaut und ich finde die Entwicklung jetzt zu denen wirklich ein Hammer. Also wenn man die jetzt daneben hinstellt. Der Rahmen ist auch sehr schön, finde ich. Der sieht einfach so geil aus mit diesem Knick. Also das ist ja zum Gabel absenken. Das ist noch nicht kaputt. Da senken sie die Gabel ab und dieser Knick ist halt echt mega schön, finde ich. Genau, jetzt das kommt der Vergleich. Dass der Hinterbau gleich geblieben ist, schwimmend, das finde ich mega cool, weil das Radl hat in jeder Situation, wenn man fährt bei Conway, beim Fully, den Vorteil, auch wenn du schon in Federbereich bist und du kriegst einen feinen Schlag, dann schluckt er den ebenso weg. Und was das Coole ist mit der Rahl, extrem coole technische Trails bergauf vorbau, weil der Pedalrückschlag nicht da ist durch das schwimmenden Hinterbau. Also fahren sie Hammer. Gott sei Dank haben sie das lassen. Super Sache. Zum Rahmen, die Petra hat es eh gesagt, Steuerrohr ist extrem kurz beim S. Finde ich auch irrsinnig toll. Also wow. Das ist wirklich super. Da kann ich mega viel Federweg drunter fahren. Die Wicke hat jetzt 170 bei einer Körpergröße von 1,65 und fährt zu einem 1er. Also wirklich eine Wucht. Was ich noch cool finde, sie haben da die Kabelzüge schon so gelöst gehabt bei mir, beim alten. Ist dann nur in gleich geblieben. Genau. Was beim Vorgängermodell noch war, sie sind da unten irgendwann ausgebrochen. Die
ist beim neuen dann alles komplett intern verlegt. Das ist dann der Unterschied. Das ist richtig sauber aufgeräumt worden. Genau, Reifenbreite bringst hinten sicher auch. Schätze mal, 2,6er ganz leicht rein. Überhaupt kein Thema. Fahren 2,8 ebenso. Der ist auf Bergum. Die sind auf Bergum, die Bereifung. Genau. Du hast den vorhin geändert auf dem ja. Minion. Magic Mary wäre vorhin oben gewesen. Hinten ist der Hans Dampf dann noch. Der Soft oben. Und den Rest haben wir eh mal lassen. Was vielleicht noch kommt, ist der Vorbau, aber so individuelle Umbauten, die sind einfach also zum Sehen. Irgendwas Setup, das Wasser braucht. Und er ist schon relativ kurz. Ja. Also jetzt für richtig. Standardvorbau richtig. Ist der echt super. Ja, mir geht es zum Bergauf und von dem her echt super gut. Ja, man darf auch nicht vergessen, weil das Rad ja doch noch ein bisschen ja. vorgeht vom Rahmen her. Das ist eigentlich echt nicht schlecht. Super gelöst. Und was ich halt auch total cool finde, Conway hat es einfach da lassen, wo es gewesen ist. Also hat keine neuen Experimente probiert mit dem Fahrwerk, weil es einfach so gut funktioniert hat. Und dann weiß da, dass das nächste Bike einfach auch wieder sitzen wird, wenn einer Marken passt. Das ist einfach schlecht, denke ich immer, wenn du eine Marken fährst und die ändern dann das Grundprinzip, dann ist man komplett weg vom Fenster. Und da haben sie eine Linie beibehalten und echt super. Genau. Natürlich, jetzt die Übersetzung ist eine Wucht mit hinten ein 50er, gell? Ja. Da geht es bergauf schon was. Der erste Test nach 15.000 Tiefenmeter. Da kann man mal sagen, was ist los, was ungefähr wie fährt ist und echt super. Ich freue mich auf meins. Ich war das einzige von den 329 Zöller dieses Jahr. Mit Mazzocchi-Fahrwerk. Mazzocchi ist back, ja, ohne Mazzocchi Girls. Naja, müsst ihr die Wähler sehr halten, nutzt eh nichts. Ich wollte unbedingt wieder Mazzocchi fahren, kann mir das Low-Budget-Bike, also es kostet unter Anführungszeichen nur 2,5. Stimmt, was kostet eins? Ich glaube 3,4 glaube ich. 3,4 sowas, ja. Nicht mehr. Finde ich einen coolen Preis für so ein ja, geiles Bike eigentlich. Und wir freuen uns voll drauf. Wir werden dann natürlich alle drei einmal nebeneinander präsentieren, was so los ist. Für euch sicher auch interessant. Aber jetzt, wie gesagt, war diesmal das erste. Sie fährt Größe S. S für die Körpergröße 1,3. Und der Tube ist 400 und das Oberrohrlänge bei 600. Aber das können Sie alles im Internet nachlesen. Genau. Na, war echt cool. Wir haben Touren hinter uns. Gell? Schleiftouren, Drehtouren, Bikepark hat sich bewährt. Ja. Von dem wir alles gleich probiert. Genau. Und klar beim Fully, was da auch für ein bisschen büßt, winzt halt auch. Ja. Seitenverkehr bin Hartel. Dann führen wieder. Ja, cool, oder? Genau. In diesem Sinne, wenn ihr noch was wissen wollt oder besser wisst oder Anregungen habt, schreibt es ebenso in die Kommentare. Das war jetzt das 220er. Das war die erste Generation von Conway, da habt ihr einen kurzen Vergleich. Und wenn ihr euch fragt, was diese Logos da oben sind, oft bei Conway, der Schlitz, das Kreuz und die zwei Hieroglyphen, das waren Werkzeuglogos. Da sagt man Kreuzschraubenzieher, Schlitzschraubenzieher und das eine soll ein Dog sein oder ein Imbus, was man ansetzt. Genau, das war mal so. Ja, jede Marke wird erwachsener. Erik schaut natürlich ein bisschen schärfer schon aus, moderner. Ja. Eins alt und schwarz, aber klar. Auch cool, hat alles was. Meistens runder, ihr ist eckiger. Der Geschmack ist individuell, funktionieren soll jetzt und wir hoffen, es läuft. Also du. Ja. Genau. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.